Okay, also danke für diese freundliche Begrüßung. Trotz aller technischer Hürden, jetzt wäre es dann noch ganz angenehm, wenn der eine Bildschirm da auf die Leinwand projiziert werden könnte. Ja, wunderbar, recht lieben Dank. Ich spreche heute über die Grundlagen des kooperativen Individualismus, ein Ismus mehr. Diese Gesellschaftsform ergibt sich eigentlich aus der Entwicklung des Informationsgeldes. Ihr habt ja sicher schon davon gehört. Und ich habe hier auch einige Links in heller weißer Schrift zu meiner Homepage, franzhoermann.com. Aber bitte mit dem dreifachen W voran, sonst wird es nämlich nicht gefunden. Und dann gibt es einen Telegram-Kanal von mir, Franz Hoermann Multiparadigmenwechsel, und eine Chatgruppe Kooperativer Individualismus. Und da seid ihr alle herzlich willkommen. Ich beschäftige mich momentan mit sehr vielen Netzwerken, die sozusagen unter dem Radar fliegen. Wir gehen also noch nicht in die große Öffentlichkeit. Die kleine Öffentlichkeit ist also dieser Kanal und diese Chatgruppe. Ist das jetzt wieder das Gerät hier außen? Woran liegt es jetzt? Kriege ich jetzt doch wieder das Große? Sorry, tut mir leid. Kein Problem. Wenn wenigstens das funktioniert, gut, wunderbar. Also wir steigen von Scholle zu Scholle und retten uns über das dünne Eis. Worum geht's? Ich möchte ein paar Begriffe mit euch klären, dann über die Funktion der Steuerung von Gesellschaften spekulieren und theoretisieren, den Bezug zwischen Macht und Wissen analysieren. Transformation statt Revolution ist die sinnvolle Variante der Veränderung und auch ein bisschen auf verbotenes Wissen hinweisen. Verbotenes Wissen ist keine Verschwörungstheorie, wenngleich man natürlich die, die das verbotene Wissen untersuchen wollen, als Verschwörungstheoretiker bezeichnen kann, ja, um sie sozusagen zu stigmatisieren. Aber da so viel an Wissen heute uns verboten ist, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dieses Attribut stolz und edel zu tragen und dabei voranzuschreiten bei der Aufdeckung des verbotenen Wissens. Jeder, der sich mit Sprache beschäftigt, kennt die zentrale Gliederung in Syntax, Semantik und Pragmatik. Syntax, das ist wirklich nur das Regelsystem für korrekte Sprache. Die Semantik ist die sinnliche Ebene, die Ebene der Bedeutung, die Ebene der Bedeutung. Und da brauchen wir bereits ein Bewusstsein und einen bewussten Empfänger. Deshalb wird die semantische Ebene meiner festen Überzeugung nach auch nie von künstlicher Intelligenz oder Algorithmen bewerkstelligt werden können. Geht einfach nicht, denn alle diese Algorithmen haben eines vor allem nicht, sie haben keine Lebenserfahrung. Lebenserfahrung verlangt vor allem auch einen Körper, die 5 oder 6 elektromagnetischen Sinne und ein Erfahrungswissen, das auf dem Umgang mit diesen körperlichen Sinnen sich bezieht. Ja, einen sozialen Kontext, ein Gefühl für Verantwortung. Und das können Algorithmen nie entwickeln. Deswegen ist das nichts anderes als ein Hoax. Das ist ein Bluff. Das bleibt alles auf der syntaktisch-sprachlichen Ebene. Es gibt da ein wunderbares Gegenbeispiel für die Möglichkeit der künstlichen Intelligenz, das schon vor vielen Jahrzehnten ein gewisser Herr Searle ins Spiel gebracht hat. Das ist der Chinese Room. Er hat ein Gedankenexperiment gemacht. Man stelle sich vor, jemand, der chinesischen Sprache nicht mächtig ist, wird in ein Zimmer gesetzt, das Zimmer wird verschlossen und unter dem Türspalt werden ihm immer wieder Zettel durchgeschoben und auf jedem Zettel ist ein großes chinesisches Schriftzeichen gemalt. Und er muss dann zu einem Buch gehen und muss aufgrund der Anweisungen des Buches zu dem entsprechenden Schriftzeichen ein anderes passendes heraussuchen und das als Antwort wieder unter der Tür hinausschieben.
Und wenn er das macht, wird jemand, der Chinesisch kann, einen interessanten Dialog verfolgen können und sich denken, Wahnsinn, ja, was da für ein geistvoller Austausch stattfindet. Und er macht eigentlich gar nichts, er befolgt nur ein paar einfache Regeln. Ja, und das ist das, was die Algorithmen tun. Sie haben eben kein Verständnis, sondern sie täuschen auf der symbolischen Ebene nur Frage-Antwort-Spiele vor. Und das kann man auch, also auch bei ChatGPT und so, man kann diese Programme relativ leicht in die Verlegenheit bringen, wenn man dann wirklich versucht. Teilweise antworten sie dann ganz ehrlich, wenn sie sagen, dass sie eben keine Sinneswahrnehmung haben, ja, und auch einen zeitlichen begrenzten Rahmen ihrer Erfahrungen, die sie halt dann selbst aus dem Internet gesammelt haben. Und diese Limitationen werden dann teilweise auch offen zugegeben, die bringen uns also in Wirklichkeit nicht weiter. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Daten und Information, der uns völlig in Vergessenheit geraten wurde, und ich denke, das ist auch kein Zufall. Daten sind nichts anderes als syntaktisch korrekte Zeichenfolgen. Also wenn zwei Menschen miteinander symbolisch kommunizieren wollen, müssen sie sich im ersten Schritt auf einen Zeichenvorrat einigen. Nicht, das war in der guten alten EDV-Zeit der ASCII-Code, 256 Zeichen, weil das 2 Byte waren. Ja, damit gibt es 256 Möglichkeiten, in die man halt die Schriftzeichen, die wichtigsten, und die Ziffern und ein paar Sonderzeichen kodiert hat. Und dann braucht man noch eine Syntax, eine grammatische Regel, ja, wie diese Symbole zu zulässigen Sätzen geformt werden können. Und das sind dann Daten, syntaktisch zulässige Zeichenfolgen. Und in der guten alten Zeit, in den 70er und frühen 80er Jahren im deutschen Sprachraum, haben wir alle noch von der elektronischen Datenverarbeitung gesprochen und wir wussten, was gemeint war. Das war ehrlich, das waren Daten und die wurden elektronisch verarbeitet, mehr war da nicht. Aber Informationstechnologie ist dann ein hochtrabender Begriff, der aus dem Amerikanischen kommt, weil dort einfach die besseren Verkäufer sitzen. Und die haben sich angemaßt, Information verkaufen zu wollen, was eigentlich gar nicht geht, denn die entsteht immer nur im Bewusstsein des Empfängers. Es gibt also daher auch keine Informationsmedien. Es gibt nur Medien, die hoffentlich syntaktisch korrekte Zeichenfolgen liefern, und die dazu führen, dass wir in unserem Bewusstsein, in unserer Wahrnehmung Information wahrnehmen und erschaffen. Denn Information ist nichts anderes als problemlösungsrelevante Daten. Wenn wir Daten betrachten und sagen, oh, das ist jetzt interessant, das bringt uns weiter, dann machen wir diese Daten, die wir erhalten haben, zur Information. Wir selbst erzeugen also die Information. Durch unsere Auswahl, wenn wir sagen, das sind relevante Daten und das sind irrelevante. Problemlösungsrelevante Daten aus Sicht des Empfängers, das sind Informationen. Also wenn ihr wieder was in der Zeitung liest oder in den Nachrichten, in den Medien seht oder am Handy, immer euch bewusst machen, ob es Informationen sind oder nicht. Das entscheidet nicht der ZDF, ja, und auch nicht die Tagesschau und sonst wer. Das entscheidet immer noch ihr selber. Und diese Dimension der Information, die ihr euch schafft, gibt es zumindest in 2 Richtungen, nämlich Sicherheit und Relevanz. Wir haben erlebt, dass die Sicherheit der Information auf jeden Fall immer fragwürdiger wird. Was ist Wissen? Wissen ist handlungsrelevante Information. Das ist dann auch einen Schritt weiter. Und das kann man auch wieder gliedern, zum Beispiel in empirisch gesichertes Wissen. Das heißt, Wissen, das wir auf eine bestimmte Zielsetzung gerichtet erfolgreich anwenden können. Das sind Zusammenhänge und Methoden, theoretisch wie praktisch, die nachvollziehbar zum gewünschten Ergebnis führen und die, wenn wir sie als Modell formulieren, nach Popper, Sir Charles Popper, auf jeden Fall falsifizierbar sein müssen. Grundlage der empirischen Wissenschaft ist die Falsifizierbarkeit nach Popper. Und da gibt es inzwischen sowohl in der Medizin, aber auch in der theoretischen Physik und in anderen Wissensbereichen sehr interessante Vermeidungsstrategien, um diese Nachprüfbarkeit und Falsifizierbarkeit auszutricksen und zu umgehen. Und das ist ziemlich mühsam, denn das ist in Wirklichkeit dann nicht wissenschaftstheoretisch legitim. Und da erkennen wir, dass die Macht daraus geschöpft wird, das Wissen zu manipulieren, beziehungsweise auch den Status dessen, was man als Wissen bezeichnen kann. Wir kennen das schon zur Genüge auch von Wikipedia.
Was ist Technologie? Was können wir als sinnvolle Begriffsdefinition für Technologie verwenden? Ich verwende da ein Zitat, ich habe leider vergessen, wer das gebracht hat. Ich würde ihn gern immer wieder nennen, weil es eine sehr gute Beschreibung ist für Technologie, eine Methode, die reproduzierbar und sicher zum immer gleichen Ergebnis führt. Bitte sich das wirklich einzuschärfen. Technologie ist eine Methode, die nachvollziehbar, reproduzierbar zum immer gleichen gewünschten Ergebnis führt. Das ist nämlich nicht nur in der physischen, materiellen Welt der Fall. Ein Musterbeispiel wären hier Feuerhölzer versus Lichtschalter, drittens versus einem Heiler. Also wenn unsere Vorfahren in den Höhlen, falls sie dort jemals gelebt hätten, das darf man auch noch ein bisschen hinterfragen, aber wie man uns das so naiv beibringt, oder die Naturvölker im Wald, im Urwald heute, wenn die mit Hölzchen geschickt Feuer machen können und sie schaffen es immer wieder reproduzierbar, das zu leisten, dann ist das aus ihrer Perspektive eine Technologie, weil sie diese Fähigkeit haben. Würde ich es tun, wäre das keine Technologie, weil mir würde es wahrscheinlich nur jedes 20. Mal gelingen. Also bin ich nicht auf ihrem technologischen Niveau. Umgekehrt ist für mich ein Lichtschalter Technologie, weil ich weiß, wie ich ihn drücken muss, damit das Licht brennt. Daher ist das meine Technologie. Und jetzt schauen wir uns an, was bei einem Heiler passiert. Ein Heiler, der kann das auch nicht von Natur aus, gleich beim ersten Mal, Menschen heilen. Der sammelt eine ganze Menge an Erfahrungen, bis er das kann. Und wenn er das reproduzierbar und sicher immer wieder nachvollziehen kann, dann ist das aus seiner Sicht und auf seiner Ebene eine Bewusstseinstechnologie. Und ich kann auch sagen, mit meinem Bewusstsein kann ich mich zum Beispiel gesund erhalten. Ich schirme mich ab von negativen Einflüssen. Ich sorge dafür, dass meine Aura keine Löcher kriegt und Ähnliches. Wenn ich das nachvollziehbar schaffen kann, dann ist das ebenfalls eine Technologie. Wie gesagt, das nenne ich dann eine Bewusstseinstechnologie. Technologie hängt nicht immer nur am Materiellen. Mit dieser richtigen Definition ist es einfach eine zuverlässige, reproduzierbare Methode, die zum immer gleichen sicheren Ergebnis führt. Das ist der wesentliche Punkt einer Technologie. Ja, Wissen. Zum Beispiel, es gibt da einen Link zu einem interessanten Artikel von einem Daniel Andriessen, der sich im Wissensmanagement sehr stark hervorgetan hat mit etlichen Publikationen. Und der hat einen spannenden Artikel geschrieben, Stuff or Love. Und was hat der gemacht im Rahmen der Unternehmensberatung? Er hat Leute, Gruppen in Unternehmen, die Probleme lösen wollten aus dem Wissensmanagement, die Frage gestellt, wie lösen wir jetzt dieses Problem, denn Wissen muss ja selbst wieder definiert werden. Wie stellen wir uns Wissen vor? Und da hat er gesagt, gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Vorgangsweisen. Eine Variante, wir stellen uns Wissen als etwas Materielles vor, wie zum Beispiel Goldmünzen. Goldmünzen sind endlich und abzählbar, die sind in einer Truhe, mehr als die haben wir momentan nicht, die können wir uns im Kreis weitergeben und so weiter, die haben einen Wert und je knapper sie sind, desto höher ist ihr Wert und Ähnliches. Und Problemlösungen, die Wissen betreffen, haben dann eine bestimmte Ausgestaltung, wenn wir uns Wissen als abzählbare Materie vorstellen. Und im anderen Fall hat er gesagt, jetzt stellen wir uns aber einmal vor, Wissen wäre so etwas Immaterielles, Ideelles wie Liebe. Die können wir nicht abzählen, die stecken wir nicht in eine Kiste, da wissen wir nicht, ob sie endlich oder unendlich sein kann. Ja, wenn wir sie weitergeben, wird sie dann weniger oder wird sie mehr. Nicht? Das hat ganz andere Dimensionen. Und da schaut dann auch die Problemlösung im Wissensmanagement ganz anders aus, wenn ich sage, Wissen ist etwas so immateriell, Ideelles wie Liebe. Ja, also Stuff or Love macht einen wesentlichen Unterschied. Und was wir hier sehen, ist, dass wir als Wissenschaftler, als Gestalter, als Schöpfer ja, sehr wohl die Macht haben, über unsere Modellierung, über die Art und Weise, wie wir etwas darstellen, abbilden und dann verwenden, ganz andere Zugänge zu finden. Und das ist sehr, sehr wichtig in Zukunft auch für unsere Gesellschaft, als Grundlage für einen kooperativen Individualismus, wie wir noch sehen werden. Augustinus hat etwas Schönes gesagt, auch eines meiner Lieblingszitate, da weiß ich aber den Autor. Er hat gesagt, Wunder passieren nie im Widerspruch zu den Naturgesetzen, sondern nur im Widerspruch zu dem, was wir von den Naturgesetzen wissen. Das heißt, ob ich etwas als Wunder bezeichne, das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Begriff
im Bereich der theoretischen Physik. Nicht? Die theoretischen Physiker und die Teilchenphysiker, die nehmen für sich in Anspruch, vor allem deshalb, die Physik vorangetrieben zu haben, um den Menschen den Begriff des Wunders wegzunehmen und zu sagen, wir können alles erklären, wir müssen nur den richtigen Zugang finden, den wissenschaftlichen Zugang, dann brauchen wir diesen Wunderbegriff nicht mehr. Und ich, wissenschaftstheoretisch, sage inzwischen das Gegenteil. Ich sage, wir brauchen den Wunderbegriff eben genau deshalb, um ihm von dem schon bekannten, zuverlässigen Wissen, also dieser tragfähigen Technologie, abzugrenzen. Alles das, was wir als Phänomen wahrnehmen, aber nicht erklären können, ist zum ersten Mal phänomenologisch für uns ein Wunder, weil es nicht erklärt ist. Es ist erwiesenermaßen geschehen, ja, es kann auch eine Täuschung in der Wahrnehmung sein, aber wenn es tatsächlich eingetreten ist als Phänomen und wir können es nicht erklären, dann müssen wir es zunächst mal als Wunder einfach so stehen lassen, bis wir eine passende Erklärung dafür haben. Dann ist also die Aufforderung, in dem Bereich einfach forschend tätig zu sein. Das ist der wichtige Punkt, auf was uns Augustinus schon seit damals hingewiesen hat. Genauso wichtig ist der Unterschied zwischen objektivem Wissen und einer subjektiven Fähigkeit. Das objektive Wissen, das heute überwiegend in den wissenschaftlichen Fachrichtungen auf Konsens der Fachleute zurückgeht. Wenn die sagen, das ist so, das hat die Erfahrung ergeben und das ist zuverlässig und tragfähig, dann wird das so festgeschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die SPD schon vor mehreren Jahren einmal untersuchen ließ, wie viel der schulwissenschaftlichen Behandlungen in Kliniken evidenzbasiert ist. Das Ergebnis waren, glaube ich, 4 oder 5%. Es dürfte so ähnlich wie der Prozentsatz der sichtbaren und der dunklen Materie bei den Astronomen gelegen sein. Und der Rest basiert auf dem Konsens der Klinikvorstände und der Medizinprofessoren. Ja, weil die sagen, haben wir immer so gemacht, da wird so operiert und so vorgegangen, aber das wurde nie aufgrund der Evidenz überprüft. Das ist dann das sogenannte objektive Wissen. Etwas ganz anderes aber ist eine subjektive Fähigkeit. Und da können wir die ersten Lehren wissenschaftsgeschichtlich in der Astronomie finden. Als Galileo Galilei seine Thesen aufbrachte und dazu das erste Mal auch Fernrohre gebaut hat, Teleskope, ja, da hatte er nämlich ganz, ganz schlechte Karten. Warum? Ja, weil wenn man durch zwei verschiedene Fernrohre geguckt hat, hat man jeweils etwas ganz anderes gesehen. Denn damals war die Qualität eines Fernrohrs, wie gut die Linsen geschliffen waren etc., noch total von den subjektiven Fähigkeiten dessen abhängig, der das Fernrohr gebaut hat. Und da gab es kaum zwei Fernrohre, die gleich gut waren, sodass also wirklich genau das gleiche Bild herauskam. Ja, deswegen hat er viele seiner Konkurrenten und Fachkollegen durch seine Fernrohre schauen lassen. Und die haben das alles nicht geglaubt. Die haben gesagt, wir kennen das, das ist ein Kaleidoskop. Ja, da sind irgendwelche Glassplitter drin und die funkeln irgendwie und da sieht man irgendwas. Das ist für uns kein Beweis, dass das da draußen wirklich einen Himmelskörper gibt. Ja, nur weil ich da einen hellen, leuchtenden Fleck sehe. Ist übrigens genau die gleiche Argumentation, die man heute hat, wenn man von UFOs spricht. Ja. Das ist also immer noch dasselbe. Und das geht darauf zurück, dass damals diese Qualität des Fernrohrs von den subjektiven Fähigkeiten der Linsenschleifer abhängig war. Und das haben wir in vielen Fachbereichen auch heute noch. Und die nächste Hürde in der heutigen Wissenschaft sind implizite Prämissen und Voraussetzungen und teilweise auch willkürliche Axiome. Das sind also Setzungen von Grundlagen, die nicht bewiesen werden können und auch nicht bewiesen werden müssen, weil sie Teil eines kollektiven Glaubenssystems sind. Das typische Glaubenssystem heute bei den Materialisten ist, man lebt nur einmal und mit dem Tod ist alles aus. Nicht? Und ich bin im Übrigen mein Körper. Ja, und mein Bewusstsein oder das, was ich dafür halte, das wird im Gehirn erzeugt, auf chemischer Ebene und so. Das sind so diese ganz typischen Massenphänomene, wie wir heute programmiert sind. Das kann man niemandem jetzt individuell zum Vorwurf machen oder was auch immer. Es gibt Menschen, die leben einfach auch ganz glücklich aus dieser Sichtweise heraus. Aber spätestens, wenn sie dann gesundheitliche Probleme haben oder auch persönliche psychologische Konflikte innerhalb ihrer Familie oder im Freundeskreis, dann sehen sie das langsam anders. Das sind dann die Herausforderungen, durch die sie dann persönlich gehen dürfen. Der Glaube ist die feste Überzeugung, etwas sei so. Und das ist etwas, das unglaublich mächtig ist. Das ist wahrscheinlich mächtiger als Wissen und auch als Information,
denn das erzeugt in mir selbst verschiedene Programmierungen und Abläufe. Teilweise kann man das bewusst setzen, wie bei der neurolinguistischen Programmierung. Da kann man also beinahe magische Dinge in Gang setzen. Das kann also bis zu Heilungen von Krankheitssymptomen führen. Aber wir wissen seit Bruce Lipton auch, dass es die Epigenetik gibt, ja, dass wir also auch Einflüsse auf unser Genmaterial ausüben können durch unser Verhalten. Und es gibt historische Berichte einer religiösen Sekte, der sogenannten Jansenisten, die sich also mit Steinen foltern ließen, ja, und die teilweise auch spontane Heilungen bewirkt haben, einfach aus ihrem felsenfesten Glauben heraus. Ja, das sind Dinge, die belegt sind, urkundlich und schriftlich, insbesondere durch die römisch-katholische Kirche. Die haben nämlich immer wieder Leute abgesandt, kleine Gruppen, die diese Jansenisten als Fälscher und Betrüger überführen sollten. Und die sind jedes Mal ganz verzweifelt zurückgekommen und haben gesagt, jetzt haben wir das schon wieder beobachtet und das war aber wirklich so. Und am Schluss hat der damalige Papst einfach verlautbart, die Wunder sind echt, aber sie stammen vom Teufel. Das war also die letzte Verteidigungslinie, die dann die Kirche noch hatte. Also kann der Glaube wirklich heilen, Berge versetzen und damit Wirklichkeit erschaffen? Wirklichkeit im Sinne von was wirkt? Was bewirkt eine nachweisliche Veränderung? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden in diesem Raum, der davon nicht selbst überzeugt ist. Und viele von euch werden das auch im eigenen Leben bereits erlebt haben. Nicht? Also auch eine meiner Vorrednerinnen, ja, mit Sehen ohne Augen und so weiter, das sind natürlich auch Wunder. Aber wenn ich das reproduzierbar machen kann, zuverlässig immer wieder, indem ich das trainiere, dann ist auch Sehen ohne Augen in Wirklichkeit eine Technologie. Ja, durch entsprechendes Training können wir alle diese Dinge auf die Ebene einer Bewusstseinstechnologie entwickeln. Das ist also der große Punkt, an dem wir heute stehen. Wenn wir uns das Wissen jetzt genauer anschauen, können wir es untergliedern in das Bewusste und in das Unbewusste. Das Unbewusste ist meistens das implizite Wissen, von dem wir gar nicht wissen, dass wir es wissen. Mir selbst geht das also mitunter so, wenn ich bei einem Bankomaten oder irgendwo stehe, dass ich mich an die PIN-Zahl gar nicht erinnere. Aber wenn ich einfach meine Finger ihre Arbeit tun lasse, dann tippen die Zahl von alleine ein. Ja, also es ist dann einfach so, dass das in einem anderen Teil des Nervensystems offenbar gespeichert ist. Also nicht in dem, dass ich mir jetzt bewusst symbolisch vorstellen kann, sondern über den Bewegungsablauf. Das ist wahrscheinlich auch bei Musikern so. Die werden sich wahrscheinlich auch nicht die Noten sinnbildlich vorstellen, sondern die Haltung des Bogens, ja, und des Instruments, wenn sie da jetzt eine Passage spielen, das ist für sie eingängiger. Dann gibt es eben das offizielle und das inoffizielle und das erlaubte und das verbotene Wissen. Warum kann Wissen verboten sein? Ja, weil es unter Umständen im Widerspruch zur etablierten politischen Macht steht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr viel der heutigen Macht beruht auf Wissen und auch auf Kollektivwissen, das heißt auf Programmierungen der Gesellschaft, die in einer gefühlten Abhängigkeit bleiben muss, damit sie von bestimmten kleinen Gruppen steuerbar bleibt. Wenn wir alle, jedes Individuum, jeder hier in dieser Halle, ganz plötzlich hinausgeht und sich als übermächtiger Magier fühlt und alles in seinem Leben einfach durch Konzentration verändern kann, und zwar nachvollziehbar auch im Außen, das wäre höchst peinlich. Das wäre für Exekutive, ja, und Politik ein untragbarer Zustand. Das müssen wir einfach verstehen, dass das nicht gewünscht ist. Heute haben wir eben die Situation, dass die sichere Information in der Regel irrelevant ist, aber die relevante Information sehr unsicher. Denn wie gesagt, die relevante Information wird uns in der Regel auch vorenthalten. Und was ist dann eine Verschwörungstheorie? Naja, es ist eine Spekulation über relevante Information, die im System unsicher, weil verknappt und verboten ist. Also von daher können wir uns geadelt fühlen, wenn man uns Verschwörungstheoretiker nennt. Denn dann wissen wir, dass wir es mit relevanter Information zu tun haben, die halt noch verboten ist. Wenn wir aber, wie gesagt, die Gesellschaft jetzt nicht als Produktionsflüsse von Gütern und Geldströmen interpretieren, sondern als Summe unserer Kommunikationen nach Luhmann, dann passiert eines, dann brauchen wir auch keine Gewalt, weil freiwillige Kooperation
geht gewaltfrei. Es wundert mich überhaupt, der Begriff der strukturellen Gewalt hat sich ja in vielen Bereichen mittlerweile schon etabliert. Dass aber diese strukturelle Gewalt im Nullsummenspiel des Geldsystems nicht erkannt wird und auch so ausgesprochen, genauso wenig in der doch immerhin auch sogenannten Gewaltentrennungstheorie vom Staat, nicht? Die berühmten Gewalten des Staates, die Legislative, die Judikative, die Exekutive und die vierte Gewalt sollte dann die Presse sein, nicht? Die Medien. Jetzt muss man sich einmal wirklich vergegenwärtigen, warum verwenden wir da den Begriff Gewalt dafür? Warum nicht beispielsweise Zuständigkeiten? Die Trennung der Zuständigkeiten müsste doch eigentlich genügen. Wer braucht denn da Gewalt dafür? Also alleine schon durch diese Sprache, die wir da verwenden, ja, Gewalten, die dann auch noch getrennt werden müssen voneinander, ja, das ist ja schon einmal ein unhaltbarer Zustand, weil damit wird ja in Wirklichkeit schon öffentlich ausgesprochen, dass wir in einer Gewaltherrschaft leben, weil wir unter den Staatsgewalten leben und die ertragen, aus Gründen, die mir nicht ersichtlich sind. Ja. Wer hält schon gerne eine Gewalt aus? Ja. Wer lebt schon unter einer Gewaltherrschaft, noch dazu von vier Gewaltherrschern, die sich dann über ihre Zuständigkeiten streiten? Also wenn wir auf der Kommunikationsebene antreten wie Luhmann, die Gesellschaft als Summe unserer Kommunikationen interpretieren, dann kann auch das Gewaltmonopol wegfallen und dann gehen wir in eine gewaltfreie, sinnvolle Dialogform und können dann auch konstruktiv gemeinsam schöpferisch tätig sein. Und dazu ist einmal eines notwendig, die Unterscheidung zwischen einem Entscheider und einem Befehlshaber. Das ist auch noch gut. Man spricht ja auch in den Medien, auch in den Nachrichten tagtäglich von politischen Entscheidungsträgern. Ich verweigere diesen Begriff, sehr bewusst. Niemand trägt eine Entscheidung anstelle von uns Menschen außer uns selbst. Egal, ob ich jetzt jemanden gewählt habe oder nicht, er hat trotzdem keine Befugnis, an meiner Stelle zu entscheiden. Er kann das nämlich auch gar nicht. Der Begriff entscheiden hat für mich nur dann eine Rechtfertigung, wenn es durch den Betroffenen selbst erfolgt. Alles andere sind Befehlshaber. Ein Politiker, der kann sehr wohl Befehle ausgeben. Denken wir jetzt an die C-Zeit. Der kann sagen, ob wir uns impfen lassen sollen oder nicht und wo wir Masken tragen und Ähnliches. Aber das ist dann ein Befehl. Und ob die Bevölkerung diesem Befehl dann folgt oder nicht, das liegt bei den Betroffenen. Die entscheiden dann selbst, ob sie sich diesen Befehlen unterwerfen oder ob sie das nicht, dem nicht Folge leisten. Das ist dann die Entscheidung. Eine Entscheidung kann meiner Meinung nach immer nur durch die Betroffenen erfolgen. Und nicht durch die, die aus welchen Gründen auch immer gewählt wurden, wenn sie denn gewählt wurden. Wir haben ja in Österreich momentan auch schon Regierungsmitglieder, die eigentlich nicht gewählt wurden, sondern die dann durch Änderungen von Koalitionsverträgen und Ähnliches in die Position gekommen sind. Das ist ja auch ein signifikantes Merkmal unserer Zeit. Ein wesentlicher nächster Punkt, den wir klären müssen, ist die Unterscheidung zwischen Materialismus und Spiritualität. Der reine Materialismus, wie ich das schon angedeutet habe, ich bin mein Körper und mit dem Tod ist alles aus, das konditioniert uns auf Hilflosigkeit und Fremdsteuerung durch Verknappung. Wenn wir so in der Materie bleiben, dann sind wir meistens von externer Technologie abhängig, irgendjemand, der uns dann mit dem beliefert, was wir zum täglichen Leben brauchen. Schauen wir uns mal an, wie heute die Gesellschaft in der Marktwirtschaft funktioniert. Da gibt es den Bereich der Produktion und den Bereich der Verteilung. Und wenn wir in der Produktion brav mitmachen, dann erhalten wir ein Einkommen, um auch bei der Verteilung mitzuspielen. Und über diese Ausgaben im Konsum gelangt dann sozusagen das Geld wieder zurück, damit die Produktion weitergehen kann. Und was wir da jetzt sehen, das ist technisch gesprochen ein rückgekoppelter Schwingkreis. Und so ein rückgekoppelter Schwingkreis durch Geldströme kann natürlich sowohl zur Aufschaukelung als auch zur Dämpfung tendieren. Das heißt, Blasenbildungen, genauso wie Crashs, sind Teil dieses Modellansatzes. Solange das ein rückgekoppelter Schwingkreis ist, ja, sind zum Beispiel Inflation und Deflation gut möglich.
Sie sind sogar sicher, dass sie kommen werden auf die Art und Weise. Wenn wir aber das durchtrennen, dann kann auch nie wieder ein Konjunkturzyklus entstehen. Daher müssten wir Produktion und Verteilung voneinander trennen, mit unterschiedlichen Methoden herangehen, eben zum Beispiel ein Geld in der Produktion verwenden und ein anderes dann in der Verteilung für den Konsum. Heute werden die Menschen gegeneinander ausgespielt, weil wir alle im Individualtausch sind. Nicht Homo homini lupus, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, durch das Nullsummenspiel, weil mein Geld, das ich hingebe, ist das gleiche Geld, das der andere erhält. Nullsummenspiel. Tatsächlich haben wir aber heute schon die Möglichkeit, über eine Cloud, also über technische Lösungen, uns mit der ganzen Gemeinschaft zu vernetzen, wo wir nicht mehr in binären Geschäftsbeziehungen stecken bleiben. Jeder macht den anderen zum Schuldner, wenn er ihm etwas gibt, Gläubiger und Schuldner, sondern wir haben dann Gesellschaftsverträge mit der ganzen Gemeinschaft. Und weil die Gemeinschaft nur ein Abstraktum ist, eine abstrakte Vorstellung aller unserer gemeinsamen Fähigkeiten, können wir im individuellen Ebene diese Gesellschaftsverträge auch komplett individualisieren und anpassen, sodass jeder Mensch in jeder Lebensphase optimal versorgt ist und die besten Fähigkeiten für die Gemeinschaft einbringen kann. Die Produktion sollte nachhaltig in geschlossenen Kreisläufen, ethisch, ohne Ausbeutung, ressourcenschonend, effizient und kreativ erfolgen. Und solche offenen Prozesse können im Prosumentenansatz erfolgen. Das heißt, die Kunden werden selbst zu Produzenten. Das Fernziel dieser Entwicklung ist, den Ort der Produktion und des Konsums zur Deckung zu bringen. Das ist das, was uns im Raumschiff Enterprise beim Replikator gezeigt wird. Und ich empfehle immer wieder auch meinen Studenten in Lehrveranstaltungen, sucht einfach auf YouTube Materie aus Licht, Matter from Light, und ihr werdet fündig werden. Ja, ganz einfache populärwissenschaftliche Kanäle trompeten das inzwischen hinaus, dass in vielen Forschungslaboratorien diese Möglichkeit schon erkannt wurde, wie wir aus Licht Materie erzeugen. Und hinter den Kulissen ist das natürlich schon komplett ausgereift. Also diese Replikatoren, die gibt es in der Tat. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise und wann und wie führen wir dann in die Gesellschaft ein. Denn das ist natürlich das Ende der Wirtschaft. Das ist das postökonomische Zeitalter. Im postökonomischen Zeitalter müssen wir uns nicht mehr anstellen, um etwas haben zu wollen, ja, und im Vorfeld dafür uns irgendwo Geld leihen, ja, oder uns unsere Lebenszeit abkaufen lassen für Geld. Das wird nicht mehr notwendig sein. Wir können uns dann einfach versorgen. Eines ist interessant von den Modelltypen her. Die geschlossenen Systeme sind immer die, die negativ wirken. Das haben wir schon beim Konjunkturzyklus gesehen. Das Nullsummenspiel-Geldsystem macht es uns unmöglich, ehrlich zu kommunizieren, weil wir immer mehr haben wollen, als wir bereit sind zu geben. Und damit ist automatisch die Lüge ins System einprogrammiert. Das ist, wie gesagt, wie beim Poker, wo das Pokerface, keine Information, oder der Bluff, das ist die vorsätzliche Täuschung, die größte Gewinnchance bieten. Das brauchen wir alles nicht mehr, wenn wir in ein offenes System gehen, also in ein Plussummenspiel auf Geldebene, genauso wie in einem geschlossenen System auch in der Physik keine freie Energie vorstellbar ist. Im offenen System sehr wohl. Wenn der Waldbach durch mein Grundstück fließt, dann kann ich ein Rad hineinhängen und das wird sich drehen, solange das Wasser fließt. Wenn ich aber an der Grundstücksgrenze zumauere, sodass der Bach nicht weiter fließen kann, bin ich im geschlossenen System und werde da kein Müllrad in den Bach hängen können. Das ist ganz klar. Und ob ich jetzt aber etwas modelltheoretisch als offenes oder geschlossenes System modelliere, das liegt bitte im Auge des Betrachters, des Modellierenden, des Modellschöpfers. Das ist unsere bewusste Entscheidung, ob wir das jetzt geschlossen oder offen modellieren wollen. Dann entscheiden wir uns einfach sinnvollerweise für den offenen Systemansatz und nicht für den geschlossenen. Und schon haben wir auch die Widerstände aus der klassischen Physik außen vor gelassen. Denn das ist ja, wie gesagt, eine willkürliche Entscheidung, was wir dem zugrunde legen. Neue Sozialkontrakte, die können wir zum Beispiel so modellieren. Was ist das?
Das ist eine grafische Darstellung von Prozessabläufen in der BPMN 2.0, in der Business Process Modeling Notation 2.0. Das ist ein Industriestandard und da gibt es Softwarepakete, sogar Open Source. Da kann man also auf die Art und Weise mit Drag and Drop Prozesse modellieren. Und im nächsten Schritt kann man aber aus der Grafik heraus des modellierten Prozesses dann direkt über Schnittstellen auch andere Programme ansteuern. Das heißt, so etwas, solche Diagramme könnten in der Zukunft die Benutzeroberfläche sein, anstelle von Arbeitsverträgen, Werkverträgen, ja, was auch immer. Das wird in Zukunft so aussehen und wird dann direkt, wenn wir es auslösen, ja, auch zu den gewünschten Folgeprozessen führen. Das ist bereits da, das wird weltweit verstanden, das ist eine eigene Kommunikationsform, ja, eine Notation, in die man sich einlernen kann und die einen globalen Industriestandard vorsieht. Funktioniert schon. Wir müssen das jetzt nur noch in unsere Benutzerschnittstellen zwischen Individuum und Kollektiv und Gemeinschaft einbauen, ja, damit alles transparenter und nachvollziehbar wird. Ja, und wie gesagt, die Verkettung führt zu Konjunkturzyklen. Geldlose, kooperative, nachhaltige Produktion wäre das Ziel. Die Erzeugung von Überfluss für alle. Überfluss heißt jetzt nicht, dass wir mehr produzieren, was wir brauchen und den Rest wegschmeißen. Sondern es heißt, dass wir aus dem Mangel raus sind. Wir könnten auch sagen Bedarfsdeckung, wobei ein kleiner Puffer natürlich immer sinnvoll ist. Dieser Überfluss, wenn er dann bedarfsdeckend vorhanden ist, wird natürlich bereitgestellt und nicht mehr verkauft. Denn bedarfsdeckende Produktion bedeutet in der klassischen Ökonomie, dass es keine Preise mehr gibt. Nur durch Knappheit werden Preise, durch Mangel werden Preise definiert. Ja, das andere, das was im Überfluss zur Verfügung steht, ist ein sogenanntes freies Gut, das wir auch in der klassischen Ökonomie herschenken, weil es nicht notwendig ist, eine Gegenleistung zu verlangen. Wenn wir in Gesellschaftsverträgen mit der Gemeinschaft involviert sind, als wertgeschätztes, anerkanntes Mitglied einer Gemeinde beispielsweise, weil wir irgendetwas gerne für uns und für andere tun, dann genügt das schon, dass die Kapazität zur Versorgung dieses Menschen in der bestmöglichen Qualität sichergestellt wird. Mehr bedarf es dann gar nicht mehr. Ja, wir müssen dann auch nicht mehr gegeneinander antreten und konkurrieren, um irgendeinen Job zu bekommen, sondern jeder findet seine Spezialität, wo er sich am besten verwirklichen kann und bringt die Ergebnisse für die Gemeinschaft ein. Am Anfang werden wir beim Verlassen des alten Systems selbstverständlich sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder besser eine bedingungslose Grundversorgung erhalten, plus als Anreiz Problemlösungsprämien. Warum sage ich bedingungslose Grundversorgung? Weil ich ein Fan von Gutscheinen bin. Und die tragen das Gute schon im Namen. Was ist das Gute am Gutschein? Die werden, wenn sie eingelöst sind, vernichtet. Und denen wird kein innerer Wert angedichtet, den auch das Geld nicht hat. Und die werden dann nicht noch einmal in einen Umlauf geschickt. Ja, sondern Gutscheine sind wirklich eine 1:1-Relation zwischen einem Gut, einem Wirtschaftsgut zum Beispiel oder einer Dienstleistung und einem zukünftigen Eigentümer. Und wenn dieses Eigentum übergeben ist, dann kann ich den Gutschein vernichten, dann hat er seinen Zweck erfüllt. Dann ist jetzt das Wirtschaftsgut beim Eigentümer und für mehr brauche ich ihn auch nicht. Ja? Und wenn ich bei der exakten, ehrlichen 1:1-Relation bin, dann kann es auch nie zu einer Inflation und einer Deflation kommen. Inflation und Deflation haben wir uns nur eingetreten sozusagen, weil wir auf dieses merkwürdige Geldsystem hereingefallen sind, wo die Gutscheine in sich schon werthaltig ausgegeben werden, ja, als nicht ganz ehrliche Beschreibung des Zustands, ja, und wo sie sich dann gegenseitig mit diesen im Umlauf befindlichen Gutscheinen überbieten dürfen, ja, um dann bei den Wirtschaftsgütern zum Zug zu kommen in der Auktion. Das macht natürlich alles keinen Sinn. Asymmetrische Preise, wo der Produzent mit einem anderen Betrag entlohnt wird als das Geld, das dann beim Konsumenten im Knappheitsfall vernichtet wird, wären ein schöner erster Schritt in diese Richtung, damit wir neue Geldspiele lernen können. Und dann entsteht die Schwarmintelligenz durch Kooperation, weil wir dann das Wissen weitergeben, so wie die Liebe nach Daniel Andreessen, Stuff or Love, ja, sodass das wirklich durchs ganze Netz fließen kann, ohne dass wir permanent darauf warten, eine Gegenleistung zu erhalten und solange das nicht passiert ist, den ganzen Ablauf
blockieren in der Prozesskette. Leben ohne Geld wird natürlich das Fernziel sein, gar keine Frage. Aber wir müssen realistisch sein und wissen, dass wir einen gewissen Weg dorthin gehen müssen. Und der Weg ist der Weg der Veränderung des Bewusstseins, sowohl des Individuums als auch des Kollektivs. Erst müssen alle verstanden haben, dass so ein Leben auch wirklich a. möglich und b. wünschbar ist. In der Zwischenzeit können wir gerne auch neues elektronisches Geld erfinden, mit etwas anderen Möglichkeiten, als heute Geld hat. Und es gibt ja Menschen, die sagen, nur Bares ist Wahres, und ich gehöre in gewissen Grenzen auch dazu, gar keine Frage. Aber wenn es um das Lernen eines neuen Systems geht, dürfen wir auch kreativ mit neuen Ansätzen experimentieren. Zum Beispiel die Einschränkung von Funktionen bei der Erhöhung der Informationen. Ein Beispiel, das mir wirklich tatsächlich in meinem täglichen Leben passiert ist, hat mir das wieder zu Bewusstsein gebracht. Ich wohne in einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Die Balkontür im Zimmer meiner Tochter, die hatte mal ein Problem. Die ist da aus einer Angel herausgehüpft. Da ist irgendwas abgebrochen. Und wir haben einen genialen Handwerker im Ort, der hat ein sogenanntes Schraubenwagerl, wie er es nennt. Das ist eine Art umgebautes Wohnmobil zur mobilen Werkstatt. Und da hat er alles drin, von der Hobelbank ja, bis zur Kreissäge, jedes Werkzeug. Und den ruft man über die Handynummer an, macht sich einen Termin aus und dann kommt der. Und ich habe ihn einmal zu uns eingeladen. Und der schaut sich die Misere an und sagt, ja, da ist jetzt ein Bauteil defekt. Und er ist sich jetzt nicht ganz sicher, ob er den noch bekommt, weil diese Scharniere aus dieser Serie, die werden offiziell so gar nicht mehr gefertigt. Das wäre jetzt wieder ein Fall für den 3D-Drucker, nebenbei bemerkt. Ja. Aber wie dem auch sei, er hat gesagt, er kann da ein Provisorium einrichten und das reparieren. Und der war in 15 Minuten fertig. Und ich muss sagen, das war vor über 7 Jahren und das funktioniert heute noch ganz wunderbar. Man würde nicht glauben, dass es ein Provisorium war. Und wie ich ihm gesagt habe, was er da gemacht hat, hat er sofort gesagt, dass er mir das natürlich nicht erklären kann. Er weiß auch nicht, wie lange es hält, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht länger. Und wenn es nicht mehr hält, dann muss er sich auf die Suche nach einem tragfähigen metallenen Bauteil wieder begeben. Bis jetzt war es nicht notwendig, es funktioniert, wie gesagt, ganz wunderbar. Aber was ist passiert? Er hat eine Leistung erbracht, mit der ich über alle Maßen zufrieden bin. Er konnte mir aber nicht sagen, wie das passiert ist. Ich selber kann es natürlich auch nicht lernen. Und dann habe ich ihm Geld gegeben und er mir einen Zettel als Rechnung aus. Mehr ist da nicht passiert. Und das heißt, ich kann Geld für viele verschiedene Zwecke verwenden, einen weiten, weiten Funktionsumfang. Ja, es wird aber dabei keine Information übertragen. Ich lerne nichts, er lernt auch nur wenig. Ja, und das ist das Problem im heutigen Geldsystem. Geld steht anstelle in der Informationsweitergabe, anstelle des Informationsflusses. Nicht, er wird seine besten Tricks nicht den Kunden verraten, weil dann hat er bald keinen Job mehr. Nicht, wir wissen von Heilern zum Beispiel, wir haben das heute auch gehört, ich glaube heute oder gestern war es, dass der Harald Kautz war das, glaube ich, der gesagt hat, er will jetzt möglichst viele Kollegen ausbilden, damit er nicht mehr die ganzen Anfragen selbst bewältigen muss. Das ist jetzt die zweite Sicht auf die Situation. Wenn wir Wissen wirklich weitergeben, dann machen wir uns in dieser Spezialfunktion, wie gesagt, überflüssig, aber das kann man ja positiv sehen. Ja, also auch mir würde es auf die Nerven gehen, wenn ich von früh bis spät nur Vorträge halten würde. Würde ich sagen, ich möchte jetzt gerne Bücher lesen und mich mit etwas ganz anderem beschäftigen, weil ich mich auch privat und persönlich weiterentwickeln möchte. Ja, also auch ich möchte an meiner persönlichen Entfaltung arbeiten und nicht eingefroren werden. Und dieser Informationsmangel in Verbindung mit dem Missbrauchspotenzial, das können wir uns natürlich bei neuen Formen elektronischen Geldes herausnehmen. Da können wir die Funktion einschränken und die Information bereichern, wie zum Beispiel, das ist das, was ich mit Freunden momentan, wie gesagt, unter der Decke diskutiere, ein sogenanntes Autarkie-Dashboard. Was haben wir hier? Wir haben die X-Achse, die deckt verschiedene Lebensbereiche ab. Auf Y sehen wir den Autarkiegrad. Ja, zu wie viel Prozent können wir uns damit schon erfolgreich und nachhaltig selbst versorgen? Und wenn die Klötzchen ganz niedrig sind, dann sind wir noch von anderen abhängig, extern abhängig.
und haben noch nicht das Wissen und die Fähigkeit, uns autark selbst zu versorgen. Und die Z-Achse, die man jetzt hier nicht sieht, das wäre also die dritte Achse, die normal darauf steht, die könnte man mit einer Dropdown-Box sehen, wieder für verschiedene Kategorien. Das könnte zum Beispiel das regionale Kooperationsnetz sein. Auf größter Ebene heute wären das zum Beispiel Österreich, Deutschland oder die Schweiz. Nicht? Da haben wir heute Import- und Exportstatistiken. Ich habe zum Beispiel lernen dürfen vor kurzem, dass China momentan ganz massiv von Lebensmittelimporten abhängig ist. Die hatten unglaubliche Überschwemmungen, ja, und müssen sich sogar mit Reis fremd versorgen lassen. Ja. Und das wäre die oberste Ebene, die Nation. Die nächstkleinere wären die Bundesländer, dann die Gemeinden und das können wir hinunterzoomen bis in die Wohnstraße und bis in die Nachbarschaft und bis in mein eigenes Haus und meine eigene Familie. Und das Ziel wäre natürlich, dass ich auf der kleinsten Ebene im eigenen Familienverband komplette Autarkie besitze und überall auf 100% in allen Lebensbereichen bin. Das wäre das Ziel einer Entwicklung, weil damit hätten wir das erreicht, was wir angestrebt haben, Produktion und Konsum zur Deckung zu bringen, vom Ort her. Und da wäre dann eine Interpretation, die Lebensbereiche hier wären zum Beispiel Wasser, Energie, Wohnraum, Kleidung, Lebensmittel, Mobilität, Sport, Freizeit, Gesundheit, Bildung etc. Die Y-Achse, 0% Abhängigkeit von Supermärkten und Geldverwaltern, also eine Bankkarte plus Supermarkt, das ist die Ausgangsposition für die meisten von uns. Bei 5%, da könnte ich es vielleicht direkt beim Bauern abholen, brauche aber immer noch Geld, um es zu bezahlen. Bei 10%, da könnte ich dann vielleicht auch schon ein bisschen was aus dem eigenen Garten holen etc. Aber wenn ich beim Lebensmittelbereich auf 100% wäre, dann müsste das schon ganz anders aussehen, klarerweise. Da wird es also der lokale Bauer alleine auch nicht tun. Und die Z-Achse, wie gesagt, das ist die globale Supply Chain oder die Produktion im Inland, in der Gemeinde, im Viertel, mit dem Nachbarn gemeinsam, im eigenen Hausgarten. Und siebtens dann wirklich, Produktion ist Konsumort, wenn ich den Replikator aufstelle und mir auf Knopfdruck ein Schnitzel servieren lasse. Nicht? So wie ein Raumschiff Enterprise. Vergessen wir nie, dass das tatsächlich existiert und möglich ist. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise führen wir diese Technologien in die Gesellschaft ein? Wie kommunizieren wir in Modellen im Rahmen der wissenschaftlichen Entwicklung? Wir sollten eigentlich nicht das Ziel haben, allgemeingültige Gesetze aufzustellen, weil allgemeingültig, das ist ein bisschen totalitär, um nicht zu sagen diktatorisch. Sondern wir sollten für unsere Modelle und Theorien bestimmte Anwendungsziele definieren, die dann wieder prüfbar sind, empirisch prüfbar, um dann zu sagen, ja, nach Popper, das Modell ist tauglich für diesen Zweck oder es ist eher untauglich. Ja? Und da gibt es jetzt viele alte Theorien und Wissenschaften. Ich werde dann ein bisschen schneller drüber gehen, denn die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Zum Big Bang in der Evolutionstheorie. Darwin zum Beispiel hat sich nie zur abiogenen Entstehung von Leben geäußert. Vieles, was heute die modernen Darwinisten behaupten, dass in irgendeiner Ursuppe bestimmte Aminosäurebausteine sich verbunden haben durch Blitze aus dem Himmel oder was auch immer und dann wären diese Aminosäuren entstanden, dem wird heute sehr kompetent widersprochen. Ein Herr, dessen YouTube-Kanal ich sehr empfehle, ist Dr. James Tour, T-O-U-R, geschrieben. Das ist ein Chemiker, der solche Makromoleküle tagtäglich herstellt, der sie synthetisieren muss. Und der sagt, dass was die behaupten, dass über viele Milliarden Jahre sich das einfach dann gebildet hat, über den Zufall, das kann nur falsch sein, denn wenn er die Synthese vornimmt, dann hat er immer nur ganz kurze Zeit und das geht maximal über Stunden, eine halbe Stunde bis ein paar Stunden. Und wenn er es in dem Zeitraum nicht schafft, die Synthese fertigzustellen, dann zerfallen sofort wieder die Ausgangsprodukte. Das heißt, der möglichst lange Zeitraum, ja, damit sich das durch Zufall selber bildet, der ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja, der wird gar nicht gebraucht, das muss in kürzester Zeit passieren und da passiert es eben nicht. Ja.
Und das ist den etwas kompetenteren Vertretern des Darwinismus auch klar. Die wissen auch, dass Darwin sich zur Entstehung des Lebens nie geäußert hat, sondern nur zur Entstehung von Arten aus schon bestehenden Arten. Das heißt, Darwin setzt das Leben bereits voraus in seiner Theorie. Ja, über das Entstehen von Leben hat er nie gesprochen und das kann er auch nicht erklären. Das kann übrigens bis heute niemand in unserer Schulwissenschaft erklären. Die ehrlichen Wissenschaftler geben es zu, die unehrlichen lassen sich vom World Economic Forum dafür sponsern, dass sie Illusionen verkaufen. Das ist halt einfach der Punkt. Die Wissenschaft ist im Kommerz mittlerweile so aufgegangen und unehrlich geworden, dass die mit den absurdesten wissenschaftlichen Theorien am besten dafür bezahlt werden, um irgendwelche merkwürdigen Ideologien reicher Menschen zu bedienen und am Leben zu erhalten. Im Bereich der Alchemie, also die Veränderung von Substanzen, bei der sogenannten Ätherphysik, da hat man auch nicht wirklich bis zum Ende gedacht. Harry Collins, das ist ein Wissenschaftssoziologe, der spannende Bücher geschrieben hat. Einer, Gravity's Dark Shadow, ein sehr bekanntes Buch über die sogenannte Entdeckung von Gravitationswellen, sogenannt, 800 Seiten müssen Sie da lesen, ja, damit Sie dann verstehen, worum es geht, dass das also auch nur leere Behauptungen waren. Der hat das Buch Der Golem der Wissenschaft geschrieben. Ganz kleines Büchlein, aber es wird wahrscheinlich sehr teuer sein, gibt es nämlich nur noch antiquarische Ausgaben davon. Und der hat sich da auf die Suche gemacht, zum Beispiel nach den tatsächlichen Ergebnissen des Michelson-Morley-Experiments, wo sehr wohl und immer unterschiedliche Lichtgeschwindigkeiten gemessen wurden. Auch heute noch, wenn man das macht, wird unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die Materia prima, ja, dann das Experiment, wie man aus Quecksilber Gold herstellen kann, aus dem Buch von Joseph P. Farrell, The Philosopher's Stone and the Search for Exotic Matter, wo ein Originalzeitungsartikel von Dr. Walter Gerlach aus 1924 zitiert wird, ja, dass das damals wirklich geschehen ist. Also wir wissen, dass bestimmte Technologien in Anwendung waren, schon vor vielen Jahrhunderten und Jahrzehnten, die mit der heutigen Schulwissenschaft nicht konform gehen und die an vielen Grundsätzen dieser Wissenschaft rütteln. Aber sie werden uns aus diesem Grund auch nicht zugänglich gemacht. Informationsphysik, dass also Information mehr Bedeutung hat als Energie und Materie. Seth Lloyd, Programming the Universe, war einer der ersten Physiker, der sich damit auseinandergesetzt hat. Das wäre dann eigentlich die naturwissenschaftliche Grundlage für Magie, die wir dann auch korrekt einfach nur als Bewusstseinstechnologie benennen können. Wenn wir also den systematischen Zusammenhang zwischen Bewusstsein, Energie und Materie nachweisen können, ja, und zuverlässig bestimmte Dinge damit bewirken können, dann sind wir diesen Schritt gegangen. Dann gibt es natürlich die Spekulation über die Breakaway Civilization. Der erste Einstieg kommt von Edward Bernays. Das ist ein Eintrag, den findet man sogar bei der Wikipedia, bei der deutschsprachigen, dieses Zitat aus seinem Buch Propaganda von 1928. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Spannend, wie dieser Begriff interpretiert wird, nicht? Demokratische Gesellschaft. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise, und jetzt kommt's, kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichen funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen. Das ist doch spannend. Sie wollen offenbar die Kooperation und denken, dazu müssten sie uns durch Lüge und Manipulation zwingen und lenken. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten, unserem ethischen Denken, werden wir durch eine relativ geringe Zahl an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren. Das ist die geheime Regierung nach Edward Bernays, der ein Neffe von Sigmund Freud war und genau diese Form von Propaganda dann in Amerika unter
dem Namen Public Relations berühmt gemacht hat. Ja. Und das ist, wie gesagt, keine Verschwörungstheorie, das ist belegt. Das sind alles offizielle Literaturzitate. Wobei spannenderweise dieses Zitat aus dem Buch Propaganda auf der deutschsprachigen Wikipedia zu finden ist, auf der englischsprachigen nicht. Da waren sie etwas bereitwilliger, das bekannt zu geben. Wir können auch noch einen ganz anderen Schritt gehen, der mir persönlich immer sehr wichtig war, das sogenannte Jesus-Projekt. Ich habe als von meiner Neigung her Wissenschaftler versucht, die Brücke zur Religion ein bisschen zu schlagen und habe dann einfach versucht, viele belegte Worte von Jesus als Wissenschaftler zu interpretieren, wie zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. Wir bestehen alle aus Photonen, weil sie die kleinsten Bausteine der Materie sind, wie wir inzwischen wissen. Dein Glaube hat dich geheilt. Nicht? Da sind wir bei Placebo-Effekten und bei NLP und solchen Phänomenen. Siehe die Vögel, sie sehen nicht und ernten nicht und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Und das ist also der systemische Zusammenhang im offenen System. Niemand ist in der Schuld. Auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht? Dass wir also das Schuldgeld und die sich daraus ergebenden üblen Verpflichtungen abschaffen sollten. Mein himmlischer Vater und ich sind eins, das ist dieser Schöpfergedanke. Und auch, dass er die Geldwechsel aus dem Tempel vertrieben hat, das war wahrscheinlich jetzt nicht, weil er die Gier der Menschen angeprangert hat, was man oberflächlich denken könnte, sondern ich denke, er hat genau verstanden, dass unser Bewusstsein verkrüppelt wird, wenn wir in dieser endlichen Geldbewertung denken. Und im Tempel sollte es sich aber entfalten, da sollte es wachsen. Und deswegen sind diese abzählbaren Symbole der Schuld und der Versklavung nicht das richtige Instrument im Umfeld eines Tempels. Man kann sich also die Mühe machen, diese Worte auch wissenschaftlich zu erklären und man wird sehr, sehr plausibel fündig. Das finde ich ganz besonders interessant. Der Postmaterialismus erleichtert natürlich die Kooperation. Wenn es keinen Mangel gibt, gibt es keine Konflikte, damit keine strukturelle Gewalt, systemische Ehrlichkeit durch die Gesellschaftsverträge, anstatt dass wir uns gegenseitig permanent dualistisch betrügen müssen und die Selbstverantwortung durch den Staat mit Bildung und Gesundheit. Nicht? Gesundheit und Bildung könnten wir durch Geldschöpfung, positive Geldschöpfung, wo die Betroffenen, die früher Patienten hießen, ja, bei Bildung und auch bei Heilung mitwirken und daher für ihre Gesundheit und für ihre Bildung dann belohnt werden. Die schöpfen ihr Geld durch ihre verbesserte Gesundheit und durch ihre erhöhte Bildung. Das wäre von Staat weg eine ganz geniale politische Aufgabe in Wirklichkeit. Man stelle sich vor, Gesundheit und Bildung fällt komplett aus der Zuständigkeit eines Finanzministers, denn das sind selbstfinanzierende Bereiche. Das wäre schon ein Traum, meiner Meinung nach. So etwas könnte man jeder Regierung und jeder Partei vorschlagen als Programm, weil es zugleich auch die Bevölkerung in die Verantwortung nimmt. Ja, jeder Mensch ist für seine eigene Gesundheit und Bildung verantwortlich. Und wenn er das ernst nimmt und sich nachweislich in diese Richtung entwickelt, dann hat er natürlich auch die Geldschöpfung verdient, die heute ja nur als Schuldschein existiert unter Vortäuschung eines inneren Werts des Zahlungsmittels. Für Oligarchen, die heute im Hintergrund glauben, von diesem System zu profitieren, hätte das Vorteile. Denn ihre Kaufkraft und Anonymität würde natürlich erhalten bleiben. Sie hätten den gleichen Lebensstandard zusätzlich mit Anonymität. Wir wären nicht aufgefordert, sie entlarven zu wollen. Nicht? Wir hätten eine umverteilungslose Gesellschaft, denn wenn die Menschen durch neu geschöpftes Geld entlohnt werden, dann müssen wir ihnen ihren Reichtum auch nicht erst wegnehmen. Damit würde Neid systemisch verschwinden aus der Gesellschaft, weil jeder weiß, dass er den Reichtum, den er sich wünscht, auch selbst wirklich erschaffen kann. Und nachhaltige Produkte ohne Inflation wären wieder eine Möglichkeit. Nicht, weil wir dann in einem offenen System operieren und nicht mehr in einem geschlossenen. Und die Resozialisierung der Oligarchen selbst würde ebenfalls in Freiwilligkeit passieren. Die könnten dann unerkannt und anonym an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, wie beispielsweise hier an einer Volition, und sich anonym und unerkannt mit allen möglichen Leuten austauschen und mal schauen, ob sie sich in diesem Kreis nicht besser fühlen als mit ihren Anwälten und Steuerberatern, ja, wo sie permanent nur neue Tricks aushacken müssen, um irgendwelche Zahlungen zu vermeiden.
Die Breakaway Civilization, die mit überlegener Technologie uns aus dem Hintergrund steuern, hätten auch Vorteile aus dieser Entwicklung. Der Wegfall des Kontrollaufwands. Sie müssten uns nicht mehr so streng unter Kontrolle halten. Ja, sie hätten dann auch nicht mehr die Absicht, uns alle chippen zu wollen oder in einen sozialen Kreditvertrag per Handy zu zwingen. Durch die Kooperation statt Konkurrenz und Krieg wäre alles viel friedlicher. Wir würden Ressourcen schonen und wir könnten unsere Kapazitäten bündeln für die bessere Entwicklung der Menschheit. Es wäre auch keine Blockade neuer Technologien notwendig, weil wir ja alle zum gemeinsamen Wohl und damit zum Frieden arbeiten und nicht zum Konflikt. Und sie könnten ihren unbemerkten Aktivitäten im Hintergrund nach wie vor nachgehen. Wenn sie da jetzt Kontakte mit außer-, inner-, unterirdischen, was auch immer haben, können sie die weiterhin pflegen, ohne dass das jetzt groß an die große Glocke gehängt werden muss. Denn die Beschäftigungskulisse für die Gesellschaft, um an unseren persönlichen Entwicklungen und dem gemeinsamen Wohlstand zu arbeiten, wäre garantiert. Nicht? Wir werden alle so in der Begeisterung aufgehen und in der positiven Entfaltung leben, dass uns die dunklen Geheimnisse von wem auch immer im Hintergrund gar nicht mehr interessieren würden. Das wäre also die optimale Beschäftigungskulisse in Wirklichkeit. Eine bessere kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht? Denn wenn sie uns jetzt schaden wollen durch Krieg oder Vernichtung oder was auch immer, dann ist das Erste natürlich Untersuchungskommissionen, Gegenwehr und so weiter. Und dann wird sehr wohl genau hingesehen. Siehe es Aufarbeitung des C, der C-Periode. Dann wird hingesehen. Aber wenn sie uns in den Wohlstand führen und in die eigene Verantwortung und die friedliche Kooperation, sind wir so in der Begeisterung, dass uns das alte Böse aus der Vergangenheit nicht mehr interessiert. Und das Disclosure, ja, wo wir dann hinschauen dürfen, welche Wesen es gibt oder nicht gibt, die wir wahrnehmen können oder sollen, das kann dann Schritt für Schritt nach irgendeiner Regel, was auch immer passieren, das wird unsere persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung dann auch nicht weiter tangieren. Also ein Project Bluebeam, den Aufwand könnten sie sich dann auch ersparen, nicht? Also um uns dann in den nächsten Schreckensszenario führen zu wollen. Für die neue Gesellschaft, also für uns alle, hat das natürlich auch Vorteile. Wir haben dann statt Banken Wissensbanken. Die Banken verwalten das gemeinsame Wissen verschiedener Branchen in Kooperation. Wir haben ein postmaterialistisches Gesundheitssystem und die Politik wird ebenso wie Gesundheit und Bildung durch die Betroffenen, also uns alle, erledigt. Durch Dialog, Konsens, Kooperation und Nachhaltigkeit. Und Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn es keinen Mangel gibt, müssen wir auch nichts mehr verstecken. Dann gibt es auch keinen Neid. Das ist das Schönste daran. Die Informationsmedizin wie Epigenetik, Quantenheilung durch Hypnose, durch NLP und die Informationsphysik stellt sicher, dass wir, solange wir wirklich wollen, physisch leben können, in der Qualität des Umfeldes, wie wir uns das wünschen. Da gibt es keine klassisch-materialistischen Beschränkungen mehr. Und damit willkommen im kooperativen Individualismus mit der Losung Transformation statt Revolution. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.